21. Oktober 2022, Frankfurter Buchmesse. Wir sind beim Awareness-Team in der Nähe von Halle 4, einer der internationalen Hallen. Warum gibt es diesen Stand des Awareness-Teams und wie seid ihr da drauf gekommen? Also den Stand gibt es, weil wir als Verein davon ausgehen, dass Diskriminierung in allen Räumen vorkommt oder vorkommen kann, ob bewusst oder unbewusst. Und wir sind jetzt hier, weil die Buchmesse sich an uns gewandt hat mit dem Anliegen, dass wir eben ratsuchende Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen. Ich bin aus Berlin und bei der Berlinale gab es auch schon mal so etwas. Habt ihr von dem Projekt gehört? Da waren wir auch da vor Ort. Genau, das waren wir als Team vom BDB, die bei der Berlinale auch das Awareness-Team gestellt haben. Wie könnt ihr Betroffene unterstützen, die sich hier auf der Buchmesse an das Awareness-Team wenden? Das ist sehr individuell, aber eigentlich geht es erstmal darum, zuzuhören, die Anliegen ernst zu nehmen und dann auch individuell zu schauen, was gerade gebraucht wird. Aber vielleicht zu betonen ist, dass es erstmal eine Erstberatung ist. Und wenn dann der Wunsch da ist, tragen wir es dann weiter an die Messeleitung. Und am Ende gibt es dann auch nochmal eine Evaluation, wo dann geschaut wird, wie man dann vielleicht auch im nächsten Jahr mit den Anliegen umgehen kann. Jetzt ist die Messe ja schon seit einigen Tagen im Gange. Wie ist bisher die Resonanz und dürft ihr vielleicht über ein oder zwei Fälle sprechen, ohne jetzt persönlich zu werden oder Namen zu nennen, nur dass man sich vorstellen kann, mit was für Anliegen kommen die Betroffenen zu euch? Also über konkrete Fälle oder Details sprechen wir nicht. Es gab auf jeden Fall schon einige Meldungen. Generell ist das Interesse sehr groß, viele Anfragen, auch viele Menschen, die einfach wissen wollen, was ist Diskriminierung, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und Fälle, die wir hatten, gingen in die Richtung Sexismus, Rassismus, Gender-Themen. Das waren so die Themen, die wir bis jetzt hatten. Genau. Wie blickt ihr jetzt noch auf den weiteren Verlauf? Seid ihr bis zum Ende der Messe am Sonntagabend noch hier ansprechbar für Betroffene? Genau, wir sind zum einen bis Sonntag noch hier vor Ort ansprechbar und auch noch über Telefon und E-Mail in den Abendstunden. Also wenn auch über den Tag sozusagen hinaus noch Dinge aufkommen oder sich jemand wohler fühlt, vielleicht auch auf diesem Wege sich zu melden, sind wir dann noch sozusagen erreichbar. Genau. Was mir jetzt noch einfällt, und das wurde auch in dem Deutschlandfunk-Beitrag thematisiert, ihr seid da, um Menschen zu helfen, Betroffenen. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht kümmern um schwierige Inhalte von Büchern, weil es gibt ja leider auch rechtsextremistische Verlage und Publikationen hier auf der Messe, die zum Teil auch diskriminierende Inhalte verbreiten. Könnt ihr da auch was tun? Sie haben das schon ganz richtig zusammengefasst. Also wir sind wirklich hier für die Beratung von Menschen, die diskriminiert werden. Und wir machen zwar unsere Rundgänge durch die Hallen, und um vielleicht auch ein bisschen sichtbar zu sein, aber explizit auf die Inhalte von Büchern gehen wir nicht ein. Dafür ist die Kapazität auch gar nicht gegeben. Und wenn ihr eure Rundgänge macht, dann seid ihr zu erkennen an den gelben Westen, an den leuchtenden Westen. Darauf steht Awareness Team, Frankfurter Buchmesse, und so seid ihr auch gut zu erkennen für Betroffene, die vielleicht ein Bedürfnis haben, ins Gespräch zu kommen. Genau, und auch jederzeit ansprechbar. Ja. Dann bedanke ich mich für euer Engagement und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.